空手道とは清い心と日々の鍛錬によりできるのである。閉塞立ち、結び立ち、平行立ち、自然体、beim Vorgehen in Zengutsu Dachi, mit dem hinteren Bein halbkreisförmig nach vorne gleiten, dabei die Spannung im vorderen Knie nach außen drücken und die Beine etwa schulterbreit öffnen. Bauch, Brust und Kopf müssen senkrecht stehen. Beim Vor- und Zurückgehen darauf achten, dass der Kopf nicht unnötig auf und ab geht, der Schwerpunkt nicht durch schlechte Körperhaltung verloren geht und die Beine halbkreisförmig bewegt werden. Den Schwerpunkt senken, die Kniespannung nach außen drücken. Gesäß und Unterbauch anspannen. Bauch, Rücken und Kopf müssen senkrecht sein. Die Kraft darf nicht im Schulterbereich liegen, sondern muss im Brustbereich gesetzt werden. Seitliches Gehen in Kiba Dachi. Es ist sehr wichtig, die richtige Körperstellung zu bewahren. Kopf, Brust und Bauch müssen eine Senkrechte bilden. Der schlimmste Fehler wäre, das Gesäß herauszudrücken und die Brust nach vorne zu kippen. Die Beinstellung Kokutsu Dachi entspricht der Schrittweise des Senkutsu Dachi oder Kiba Dachi. 70% des Gewichtes lasten auf dem hinteren Bein und 30% auf dem vorderen. Die Füße stehen in einem rechten Winkel zueinander, die Kniespannung fließt nach außen. Kopf, Rücken und Bauch bilden eine Senkrechte.
Die Wendung wird so durchgeführt. Das hintere Bein weit nach innen umsetzen und durch Drehen der Hüfte und des Oberkörpers eine Wendung ausführen. Ausgangsstellung ist Shisen Tai. Der linke Arm und die Hand werden gestreckt vor dem Körper erhoben. Während die rechte Faust nach vorne stößt, werden gleichzeitig der linke Arm und die Faust zur Hüfte zurückgezogen. Bei dieser Aktion werden beide Fäuste gedreht. Sehr wichtig ist die Atemtechnik. Zuerst wird durch die Nase eingeatmet, dann, wenn die Faust am vordersten Punkt angelangt ist, wird vom Bauch aus der Atem durch den Mund herausgestoßen. Dabei sind die Muskeln 1 bis 2 Sekunden anzuspannen. Beim Vorstoßen der Faust muss der Ellenbogen eng am Körper geführt und die zurückschnappende Faust muss weit nach hinten in Hikite gezogen werden. Zamizuki. Oizuki. Die nächste Form ist Oizuki. Dabei wird in Senkutsudachi nach vorn gegangen und gleichzeitig ein Fauststoß ausgeführt. Zur Schnellkraft des vorstoßenden Armes kommt die Vorwärtsbewegung des Körpers. Beim Auftreffen der Faust muss die Vorwärtsbewegung abgeschlossen sein. Aus der Ausgangsstellung Senkutsudachi wird die vordere Hand in Schulterhöhe erhoben und die hintere Faust weit zur Hüfte zurückgezogen. Schultern und Oberkörper sind gut zurückgespannt. Während die Faust durch starkes Zurückreißen der vorderen Hand und einer schnellen Hüftdrehung nach vorne stößt, ist darauf zu achten, dass das vordere Knie sich nicht bewegt. Vom Kopf bis zum Bauch muss der Körper eine Senkrechte bilden. Die Faust ist stark nach hinten zurückzuspannen. Beide Arme müssen sich gleichzeitig bewegen und die Hüfte darf nicht gekippt werden. Die Hüfte auf einer Ebene stark nach vorne werfen.
Sanbon Rinzuki ist die Kombination von Oisuki und Gyakusuki. Agezuki. Die Faust wird von der Hüfte aus in einer halbkreisförmigen Bewegung nach vorne, in Solarplexushöhe bis zur eigenen Körperseite gestoßen. Beim Auftreffen müssen Bauch und Achseln stark angespannt sein. Das linke Bein in einem Halbkreis zu Senkutsudachi nach vorne bewegen. Gleichzeitig den linken Arm anheben, bis die Faustinnenseite zum Ohr zeigt. Darauf schnell den Arm auf einer schrägen Bahn nach unten fegen. Dabei ist wichtig, dass in der Endstellung der Arm bis zur Körperseite herausgeführt wird, die zurückziehende Faust stark Hikite macht und der Brustkorb voll zurückgespannt wird. Bei Ageuke aus Senkutsudachi heraus den vorderen Arm zu einer Ausholbewegung vor den Kopf heben, anschließend einen Schritt nach vorne gleiten, während sich die Füße unter dem Körper begegnen, kreuzen sich der zurückziehende Arm und die nach oben stoßende Faust vor der Brust. In der Endstellung ist der erhobene Arm schräg vorwärts oberhalb des Kopfes und die Faust bis zur Körperseite herausgeführt. Abgewehrt wird wie vorher mit dem Unterarm.
Bei Sotto-Uke wird der abwehrende Arm seitlich schräg hinter den Kopf erhoben. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass der Ellenbogen in Ohrhöhe ist. Mit einer Drehung der Faust den Unterarm in einem Halbkreis nach vorne stoßen. Die Abwehr erfolgt von außen nach innen. Uchiuke ist eine Abwehr von innen nach außen. Dabei wird der Unterarm von der anderen Hüftseite nach außen geführt. In der Endstellung ist die Faust auf Schulterhöhe, die Hüfte abgedreht, der Bauch nach vorne gestoßen und die Schulter zurückgespannt. Abgewehrt wird mit der Unterarminnenseite. Vorgehen in Kokutsudachi, dabei mit dem Arm wie bei Uchiuke ausholen,
Im letzten Moment der Vorwärtsbewegung die zweite Faust zur Unterstützung seitlich an den Ellenbogen anlegen. Zur Handkantenabwehr Stouke, den Arm wie bei Gedanbarei anheben, die offene Handinnenseite zeigt zum Ohr. In einer schneidenden, halbkreisförmigen Bewegung wird die Hand nach vorne zur Körperseite geführt. In der Endstellung zeigt die abwehrende Hand mit der Kante nach außen, die zurückgezogene Hand liegt mit der Fläche nach oben am Solarplexus an. Die Fußstellung ist Kokutsudachi. Beide Unterarme sind parallel zueinander. Wichtig, der Ellenbogen zeigt zum Hüftknochen. Finger- und Handkante müssen beim Abwehren gespannt, die Handhaltung gerade sein. Die Ausholbewegung der Arme wird gleichzeitig mit dem Begegnen der Beine unter dem Körper ausgeführt. Beim Abwehren den Hara nach vorne werfen und die Schultern zurückspannen.
Die linke Faust bis zur rechten Brustseite anheben und unter Drehung der Faust mit einer schnappenden Bewegung zur Seite schlagen. Die freie Hand stark zur Hüfte reißen. Tate uraken uchi. Tetsui-uchi wird mit der Hammerfaust geschlagen. Diese Technik kommt auch in der Kata Heian Shodan vor. Die Faust wird in einer großen kreisförmigen Bewegung ins Ziel gebracht. Die Faust muss stark zusammengepresst werden, damit die Handballen der Faustunterseite gespannt sind. Der Handkantenschlag Stouchi wird mit derselben Ausholbewegung wie Soto-uke begonnen. Die gespannte Hand in einer kreisförmigen Bewegung unter starker Drehung nach vorne schlagen, den Arm ganz strecken. Aito uchi.
Die Bewegungsfolge bei Haitouch ist der vorangegangenen ähnlich. Die Hand wird in einem großen Halbkreis von der Hüfte aus mit der inneren Handkante nach vorne geschlagen. Dabei muss der Daumen eingezogen und die Hand gerade gehalten werden. Die Ellenbogentechniken in Piuch sind Nahkampftechniken.縦延比横延比後ろ延比回し延比 Unter den Beintechniken ist Maegeri die am leichtesten erlernbare Form. Der Fuß wird durch starkes Hochreißen des Beines und einer Schnappbewegung aus dem Knie heraus nach vorne gestoßen. Die Körperhöhe möglichst konstant halten. Der Oberkörper und die Bauchmuskeln werden angespannt. Die Arme sind beiderseits des Körpers in schräger Position wie bei Gedan Barai. Wichtig ist, dass Kopf, Oberkörper und Hüfte eine Senkrechte bilden und dass das hintere Bein gestreckt wird. Bauch und Gesäß sind anzuspannen.
Der geschnappte Seitwärtstritt Yokogeri Kyage wird zuerst aus Heisoku Dachi ausgeführt. Dazu leicht in die Knie gehen, das linke Bein so weit anheben, dass die Fußsohle oberhalb des Knies am Bein anliegt und das Knie nach außen zeigt. Mit einer halbkreisförmigen Bewegung die Fußkante nach oben schlagen und anschließend sofort in die Ausgangsposition zurückreißen. Der Fußtritt Mawashigeri wird in einem weiten Halbkreis zum Ziel geführt. Dazu das Bein seitlich am Körper anheben, den Fuß nicht hängen lassen. Durch Drehen der Hüfte mit einer peitschenden Bewegung aus dem Knie nach vorne schnappen. Durch starkes Drehen von Hüfte und Oberkörper wird das Bein nach hinten gestoßen. Blick wenden, Oberkörper drehen, gleichzeitig das Bein unter den Körper anheben und nach hinten stoßen.
Gazuki Geri. Hizageri. Ohongumite. Sambon-kumite. Thank you.
基本一本組み手。十一本組手。
보금이대. 소당